es ist wirklich zum Heulen. Zum Heulen! Zum Heulen! Ich bin hier bei dieser tollen Mission und ich soll einen Rohamethyst suchen. Und ich habe diesen Berg da hinten abgegrast. Abgegrast. Und was ist? Haha, dieser kleine, blöde Felsen. Ah, nein. Wenn es das jetzt aber wirklich nicht ist. Doch, das sieht stark nach Amethysten aus. Nur noch eben Postboten spielen. Es darf doch nicht wahr sein. Ah, naja, immerhin haben wir es jetzt geschafft. Gott sei Dank. Das hätte mich wahnsinnig gemacht, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt sind es 2 Kilometer, das tue ich mir nicht an. Ich kann mir doch irgendwie... Nee, so nicht. So auch nicht. Aber so. Ich habe gedacht, ich kann ihn rufen. Ja, das ist schon mal schön. Aber ich kann einfach zurück, oder wie? Zum geparkten Auto zurückkehren? Ja. Cool, dann kann ich mich einfach hinwarpen, oder was? Nein, das darf doch nicht wahr sein. Ewig gesucht. Und dann ist es einfach ein Felsen daneben. Schön. Wirklich schön. Dann reißen wir jetzt automatisches Fahren. Jawohl, Karte. Ja, Moment, ich klicke einmal Karte, weil sonst springt er mir wieder da nach oben. Und dann und dann direkt hierher. Für 10 Gil, das gönnen wir uns. Dann müssen wir mal wieder voll tanken. Na, das gibt's doch nicht. Gut, egal. Wir tun jetzt einfach so, als hätten wir das auf Anhieb geschafft. Ich finde, das war extrem erfolgreich. Das kann man auch gar nicht. Also es geht gar nicht. Das kann man auf Anhieb nicht finden. Ach, wir dürfen nicht vergessen, uns mit Heilmitteln einzudecken. Du nervst. Ich bin von dir. Bestens vorbereitet. Was soll das heißen? Überraschend. Ich will jetzt mal tanken. Kostet immer 10 Gil, egal wie voll oder wie leer das Ding ist, so wie es aussieht. Komische Geräusche. Tank ist wieder voll, das ist schön. Und dann geben wir unsere Mission ab. Und gucken gleich nochmal, was es hier für tolle Jagdziele gibt. Oben sind wir ja durch. Ich habe endlich mal irgendwas geschafft. Ich habe alle Jagdziele oben erledigt. Bevor es dann weitergeht, gehen wir noch nach Hammerhead. Da gibt es noch einen Auftrag. Es gibt immer was zu tun. Servus. Machst du Fotos? Ja. Ich würde auch gerne angeln gehen, aber... Ich glaube, das tue ich irgendwann mal so nebenher. Das dauert, das kostet viel Zeit und ja, so spannend ist das jetzt nicht. Ich würde aber gerne mal sehen, was passiert, wenn der hier Level 300 beim Angeln ist oder so. Es gibt bestimmt nochmal irgendwas ganz riesen cooles, geiles, was man beim Angeln erreichen kann. Ist aber, glaube ich, für ein Let's Play eher ungeeignet. Gut, werte Frau. Willkommen zurück. Ja, servus. Zeig mir erstmal, was du für geile Monster hast. Was möchten Sie gerne bestellen? Das sind Stufe 17. Das sind 7 Goblins, Stufe 17. Ich bin in Stufe 16. Ja, okay, ich komme gleich nochmal zurück. Beehren Sie uns bald. Ja, bla 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 bla. Das muss ich nachts machen. Ich hasse es. Aber ich kann ja die Zeit vorspulen. Dann kann ich aber wieder nicht hinfahren. Oh, dann war das wieder so ein Part, rumgeöre, suche die Goblins und dann am Ende... Papsat. Oh, ausgezeichnet! Ich hoffe, Prinz und Gefolge sind wohlauf? Ja, ja. Wunderbar! Kannst echt stolz auf dich sein. Dein Einsatz macht die Welt ein wenig sicherer. Wieso das? Normalerweise trauen sich einfache Bürger nachts nicht raus. Aber manchmal müssen sie, ob sie wollen oder nicht. Sicher. Also, für diese armen Schlucker sind meine Accessoires. Und für dich. Hast schließlich eine Belohnung verdient. Hier, probier's einfach mal aus. Ja, das geilste Schutzamulett aller Zeiten. Es lohnt eigentlich immer. Ja, für dich schon. Die Aufgabe abgeschlossen. Yeah, jetzt gibt's 500 LP. Geil. Amethystarmband. Geile Sache. Oh nein, da hat gleich nochmal eine Aufgabe für mich. Oder? War das jetzt ein Fake? Doch. Verdammt guten Riecher, Prinzchen. Schon mal daran gedacht, Reporter zu werden? Wäre ein ziemlich steiler Karriereknick. Na gut. Könnt jedenfalls mal wieder Hilfe gebrauchen. Sorry, für mich ist der Trip einfach zu gefährlich. Für euch aber nicht. Und es lohnt sich. Was soll ich jetzt jemanden interviewen?
Heliodore für den Halotri. Wurt? Stufe 15. Jesus Maria. Und da komme ich auch nicht hin. Das ist der einzige Vorteil, den ich habe. Ich komme nicht hin. Gott sei Dank. Sonst hätte ich das auch noch davor gemacht. Dann, da komme ich auch nicht hin. Dann geht es erstmal zurück nach Hammer. Nee. Das kann ich mir jetzt nicht hingehen lassen, diese blöden Goblins noch Platz zu machen. Schon wieder ein Botengang? Bislang hat es sich immer gelohnt. Also sollten wir uns drauf einlassen. Hast schon. Willkommen zurück. Ja, gib mir die Goblins. Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Goblins, Lebensräuber. Wünsche gutes Gelingen. Ja, ich weiß, dass Sie nachtaktiv sind und ich weiß, dass mich das jetzt schon sehr traurig macht. Oh cool, bei Nacht sieht das natürlich geil aus hier. Oh Mann, die sind 300 Meter entfernt. Wo sind denn die da oben? Gut, dann rennen wir da halt kurz hin. Platz, komm. Nun kann ich hier nicht richtig rennen. Jetzt. Die Fische sind da unten cool. Oder Quallen. Entschuldigung. Schade, dass man nicht irgendwie... Keine Ahnung. Ich hätte gerne so ein Chocobo. Ich will mit dem Chocobo reisen. Das ist bestimmt viel cooler. Und irgendwann muss ich echt mal weiterkommen in der Geschichte. Es gibt hier einfach viel zu viel zu tun. Na dann mal weiter. Ignis, weiter geht's. Einen Moment. Was ist denn los, Ignis? Ist das Schiss oder was? Hier noch speichern? Ja, tatsächlich. Und speichern wir fast direkt vor ihrer Höhle. Ist natürlich cool. Aber gegen was waren die denn schwach? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe auch gar nicht mehr so viel. Ist es eigentlich anstrengend, die Kraft der Könige zu benutzen? Genau das wollte ich eigentlich gerade nicht. Ich will nicht die Kraft der Könige nutzen, ich will Magie nutzen. Und zwar Plitzra, die hat schon letztes Mal ordentlich reingeputzelt. Morgens komme ich kaum aus dem Bett. Vielleicht solltest du einfach früher schlafen gehen. Das haut die jetzt alle weg und ich kriege ja einen FP-Punkt, wenn ich das einsetze. Schon mal cool. Komm her. Hallo? Hä? Was ist jetzt? Warum kommen die nicht? Was muss ich tun? Was muss ich tun? Gibt es hier ein Loch in der Wand? Eine Höhle? Irgendwas? Hä? Das ist ein komischer Trick. Sind nachtaktiv. Ja, ich bin doch hier nachts unterwegs. Warum kann ich die Mission nicht machen? Oder warum funktioniert es nicht? Ich bin müde. Wann sind wir denn endlich da? Wir sind da. Null. Sie haben das Ziel erreicht, aber irgendwie doch nicht. Warum geht es nicht? Nachts? Ich bin doch da. Och nee, was ist denn jetzt? Jetzt gehen wir nochmal weg. Gehen nochmal hin. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist rot. Jetzt gehen wir nochmal hin. Das bringt aber nichts, dass es rot ist. Ach shit, was ist das denn jetzt für eine Verarsche? Warum kommen denn die Monster nicht? Jetzt doch nach. Ach, das ist jetzt auch schon wieder so eine Verarsche. Ja,
Ja, sowas ärgert mich auch ein ganz klein wenig. Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Oder was ist jetzt? Was geht jetzt nicht? Oh, was für eine hübsche Farbe. Ist nicht dunkel genug, oder? Lebensräuber. Muss ich irgendwas Spezielles machen? Laufen wir noch einmal hin. Und wenn es dann nicht geht, dann drauf geschissen. Dann habe ich halt Pech gehabt. Dann geht's halt nicht. Angenehm hier. Ja, stimmt. Na gut, es wäre jetzt wär eigentlich schon gelb geworden, wenn es hier irgendwas geben würde. Ja, Pech gehabt. Die gibt's nicht. Schon wieder so ein blöder Kack. Das gibt's doch nicht. Ich bin zu blöd, die Mission zu machen. Entweder ich finde die Gegenstände nicht oder die Gegner kommen halt nicht. Da war doch jetzt irgendwas, oder? Ne, es war nur ein blöder Baum. Kann ich mir jetzt irgendwie selber... Muss ich jetzt irgendwas Spezielles machen? Einfach mal mir selber irgendwie Schaden zufügen? Da ist noch Lebensräuber. Die nur, wenn ich da oben bin. Oh, Mann. Verdammt, da komme ich nicht hoch. Wie komme ich hier hoch? Gar nicht so, wie es aussieht. Da ist mein ehemaliges Lager. Hä? Ich komme gar nicht hoch von der Seite, oder? Es geht nichts über die freie Natur. Na, dann gib mir halt noch ein bisschen Feuer. Ey. Das ist wieder so ein Tag für einen Arsch. Wieder gar nichts geschafft. Naja, immerhin Magie voll. Ich verstehe das jetzt echt nicht, warum die nicht kommen. Ist das eigentlich schneller? Also, ich würde sagen, wenn jetzt hier gleich nichts kommt, ich laufe da jetzt nochmal hin, ansonsten schneide ich das Ganze ein bisschen. Das nervt mich jetzt, das nervt mich wirklich, das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Ich möchte jetzt aber jetzt hier nicht 200 Jahre lang nur im Gras rumrennen. Und da wären wir auch schon wieder... Keine Ahnung, wie das gehen soll. Ugh, ich bin angepisst. Null Dunsch, da gibt's wahrscheinlich irgendwie einen geheimen Einstieg. Vielleicht sind sie unterirdisch, vielleicht sind sie auch einfach nur dumm. Nee, jetzt ernsthaft. Allmählich sollten wir überlegen. Nee, wir sollten nicht überlegen. Es geht gerade die Sonne auf und du nervst mich. Du nervst mich wirklich. Es ist zu gefährlich. Ich kann dir zwar nichts verbieten, aber überleg es dir gut. Ja, ich hab's mir wirklich ganz toll, super duper überlegt. Es ist draußen sowas von hell, ich werd geblendet vom Licht und du gehst mir auf den Sack. Gut, Goblin unauffindbar, wir gehen direkt nach... Geht es? Ja, oh, immer zweimal klicken, immer zweimal klicken, immer zweimal klicken. Und dann wollen wir direkt... Nee. Für 10 Gil direkt dorthin. Boah. Direkt über los. Boah, die Goblins regen mich jetzt auf. Wirklich. Was soll das denn? Da sind Goblins hier, muss ich extra nachts raus und dann kommen die nicht. Einfach
nicht vorhanden, nicht auffindbar? Oder was ist mit denen? Keine Lust zu kämpfen oder sind sie weitergezogen ins nächste Gebiet? Oh, scheiße. Ich wollte mir dann eigentlich mit Blitz sogar selber schaden, damit sie dann vielleicht kommen. Das sind ja Lebensräuber, vielleicht kommen sie erst, wenn ich mir selber LP abziehe. Aber ich konnte Blitz gar nicht einsetzen, solange kein Feind in der Nähe ist. Ich wüsste also nicht, wie ich mir selber schaden kann. Keine Ahnung. Kopfschmerz. Jetzt holen wir uns noch kurz diese Mission, was es da gibt. Und dann flitzen wir weiter. Oh, langsam wird's Zeit, ey. Wenn schon Missionen kommen, die mich verarschen, dann wird's Zeit, weiterzumachen. Ich hab mehr Missionen jetzt mittlerweile in Nord. Gebieten, wo ich noch nicht hinkomme. Es wird nur gekauft, was wir auch brauchen. Mach dich mal locker. Geh weg, wenn ich ja schon sehe, Lebensräuber. Von wegen nachtaktiv. Wo war jetzt diese Aufgabe? Ne, als erstes machen wir das mal als Hauptaufgabe. War doch hier aber jetzt... Wie, ist er jetzt weitergezogen oder was? Hier war doch gerade noch jemand mit so einem blöden... Fragezeichenübung. Ah doch, da ist doch jemand. Gott, da kennt man das schlecht. Hier. Zu viele Symbole auf einmal. Macht ihr etwa gerade Pause, Hoheit? Schön wär's. Wieso? Willst du uns etwa einspannen? Keine Angst, das hatte ich eigentlich nicht vor. Hast du viel zu tun? Ja. Aber heute liege ich ausnahmsweise nicht unter der Motorhaube. Ich muss los und etwas besorgen. Ich habe nämlich eine ziemlich interessante Information aufgeschnappt. Geht um ein unheimlich seltenes Autowachs. Das wäre genau das Richtige für den Regalia. Wollt ihr gerade los? Sollen wir nicht lieber gehen? Was? Ist doch für den Regalia. Eigentlich schon, aber... Na gut, warum eigentlich nicht? Es wird aber gar nicht leicht, es zu finden. Wieso? Weil es irgendwo unterwegs vom Laster gefallen sein soll. Nein, bitte nicht. Nein, nicht doch mehr sinnloses Rumgelaufe. Oh, wir sollen also nach dem Wachs suchen und es dann zu Sydney bringen. Soweit ich okay. Weiß. Unglaublich. Zum Zielort begeben. Bitte, ist das jetzt irgendwie markiert? Kann ich da hin? Ist das außerhalb meines Radius oder ist es noch da? Oh, das wird man gleich sehen. Die Arbeit eigentlich für uns erledigen, ist unser Auto? Oder? Ich werde es finden. Doch. Ja, ich will einsteigen. Dann automatisches Fahren. Dann möchte ich auf die Karte. Dann möchte ich hier hin. Ja. Und dann ist die Frage, können wir dorthin? Wolkenlos und steigende Temperaturen. Schön. Oh nein. Fehler gemacht. Egal. Vollgas. Ein Kilometer. Oh nein, ein Kilometer. Mal ein bisschen mehr Gas geben. Ich drück schon hier Vollspeed. Ich glaube, da passiert aber gar nichts. Der fährt schon am Limit. Oh. Also so langsam verliere sogar ich die Lust am Rumlatschen. So langsam wird es echt seine Zeit. Einfach mal 4-5. Was macht der denn? Absprung. Einfach mal so 4-5 Folgen hintereinander, nur Story. Ich glaube, das machen wir jetzt dann auch. Ich glaube, jetzt kündige ich schon seit zig Millionen Parts an. Aber ist egal. Ich habe jetzt auch die Schnauze voll. Ich will nicht mehr. Ich möchte keine Autoteile mehr suchen. Ich möchte keine Lacke mehr suchen. Ich möchte keine unbesiegbaren Goblins mehr besiegen. Oder besser gesagt, unauffindbare Goblins. Unbesiegbar waren sie ja nicht. Sie sind einfach nur unauffindbar. Fährt er jetzt da links? Nee, der fährt da gar nicht links. Nein. Wo fährt denn der hin? Nein, was macht denn der? Also los, Bewegung. Ach so, doch. Hä, wo bin ich denn? Kann es sein, dass es in diesem Gebiet, wo ich hin muss, ist? Kann das sein? Ist doch bestimmt außen, oder? Ah, nee, komm, ist mir zu blöd, ey. Entweder ist es direkt in
in dieser Anlage ist man natürlich nee, das ist da oben. Hä? Totale Verwirrung. Was ist denn hier? Keine Ahnung. Hier ist ja noch kein Sperrgebiet, oder? Oder ist noch kein Missionsziel? Was bin ich denn hier? Achtung, wilde Bestien. Okay. Naja. Also dann geh mal doch da lang. Nee. Da. Voll kompliziert, ey. Das Wachs muss irgendwo hier liegen. Ja. Suchen wir. Gut, es ist extra für dieses Wachs, dieses Gebiet hier gemacht, so wie es aussieht. Oh, sieht schon so fies aus. Vielleicht verstecken sich da auch diese Goblins drin, wer weiß. Aber wir brauchen Licht. Ja. Licht. Warum ist denn jetzt plötzlich ganz hell? Ach, Dreck. Ist das lästig? Da, Chudigoski, ey. Das sind meine unbesiegbaren Goblins, so wie es aussieht. Guck mal eure Abgenossen her. Ein bisschen spielen. Du ganze drei Erfahrungen, ey. Weiter. Ja. Ja. Und ich habe keine Ahnung, wie lang dieser Part geht, dadurch, dass wir dieses tolle Super-Goblin-Viech da nicht gefunden haben. Oder die Goblin-Viecher nicht gefunden haben. Wenn es jetzt nachher ein bisschen überlang wird, ist mir das auch egal. Ich mache diese Mission jetzt hier noch fertig. Das darf doch nicht wahr sein. Einmal was fertig machen hier. So, jetzt kommt noch ein super Gegner, oder? Soll ich das Wachs hier finden? Hier ist ja alles kaputt gegangen. Im LKW gefallen. Welcher LKW fährt denn hier durch? Das hier? Ziemlich alt. Hä? Aerodynwachs. Mega-Phönix. Sydney erwähnte, dass es vor 30 Jahren verkauft wurde. Da waren wir ja nicht mal geboren. Wie kommen denn da jetzt? Vor allem, wo komme ich denn eigentlich raus? Brillant. Klar. Alles ist auf jeden Fall hell, da gehen wir jetzt noch durch. Bewegung. Wo sind wir? Was ist hier? Meldatio Orientierungslauf, Kontrollpunkt B. Dein Fleiß wird die Mutter mit Fleisch entlohnen. Suche nach Ruhm, wo Energie aus dem Hahn fließt. Was ist es? Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Da bin ich aber gespannt. Ah, nur weil wir das jetzt gelesen haben, oder was? Oder einfach so? Ach, erstmal raus hier wieder. Das hier ist irgendwie so ein Superlack. Silberlack. Oder Silberstaub. Kann ich das eigentlich auch verkaufen? Lass mich raten, da vorne ist ein Zaun, den ich nicht... Wo ich nicht weiterkomme. Hilfe! Hört mich jemand? Da ruft jemand um Hilfe! Suchradius, einige Nebenaufgaben erfordern, dass du ein bestimmtes Areal absuchst. Orientiere dich am eingeblendeten Suchradius auf der Navikarte, um dein Ziel zu finden. Moment, haben wir doch nicht fertig. Hä? Wie mein Suchnavi-Radius? Ich sehe hier aber nichts auf meinem Suchnavi-Radius. Bis ich komme und dir helfe, bist du wahrscheinlich verstorben.
bitte hier sein? Hallo? Ach, ich liebe es, Leute zu suchen, zu finden und sonstiges. Hä? Ja. Oh. Ja, friss halt dran. Wir sind unschlagbar. Immerhin das. Gut. Ich brauche eine Verschnaufpause. Jetzt haben wir natürlich alles gemacht. Geht man das noch ab, diesen Superlack bei ihr. Und dann ist aber auch Schluss mit lustig. Dann geht's endlich mal weiter. So machen wir das. Also, bis dahin. Ade. Ciao.